Die Deutsche Bahn. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Dieses Video hier ist eine Fortsetzung auf mein letztes Deutsche Bahn Video. Und was soll ich sagen? Ihr habt mein Video fleißig geteilt und die Deutsche Bahn hat es gesehen und mir darauf geantwortet. Aber seht selbst. Ich lösche Ihren Post, da das enthaltene Video nicht unserer Netiquette entspricht. Halten Sie sich bitte an diese. Ihre Kritik können Sie gerne auf unsere Pinnwand posten, aber bitte ohne Beleidigungen und gewaltverherrlichende Szenen. Ernsthaft? Liebe Deutsche Bahn, oder ich sag mal eher, liebe alle hier. Ich bin hier auf YouTube und wenn ich so Sachen mache wie... dann bedeutet das nicht, dass ich wirklich jemanden verletzen möchte, sondern dass ich als Blogger meine Clips szenisch untermalen möchte. Mit einer Videoreihe wie dieser hier möchte ich niemanden persönlich beleidigen. Ich möchte nur auf eine etwas unterhaltsame Art und Weise die Kritik ausüben, die ich und Millionen anderer Bahnnutzer empfinden. Und ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich hier irgendeinen Scheiß erzähle. Schauen Sie sich doch meine Bewertungen und die Kommentare mal an. Apropos, kommen wir jetzt mal zu euren Kommentaren. Ich habe einen sehr, sehr langen Text von einem Lokführer bekommen und diesen fasse ich euch mal eben kurz zusammen. Master Jam, ich mag dich als Menschen, aber manchmal laberst du echt nur Scheiße. Leider kann ich deinen Kommentar nicht weiter behandeln, da er gegen die Netiquette meines Kanals verstößt. Nee, Spaß, ich hatte es ja hier schon mit wütenden Kollegah-Fans zu tun. Also weiter im Text. Er hat mehrere Punkte aus meinem Video zusammengefasst und als Lokführer seinen Senf dazu abgegeben. Kurz zusammengefasst, dass am Japantag nicht mehr Züge vorhanden sind, liegt nicht an der Bahn, sondern an Land und Bund. Zu dem Punkt, es ist 2 Uhr früh, der Lokführer hat jetzt Feierabend, schreibt er kurz 2 Möglichkeiten. Die erste ist: Mein Chef will nicht, dass ich weiterfahre. Und die zweite: Meine Arbeitszeit ist voll, die Konzentration lässt nach, ich am Steuer werde zur Gefahr. Den Rest von diesem Kommentar hatte ich jetzt für dieses Video nicht weiter wichtig, wenn ihr ihn allerdings nachlesen wollt, ich habe ihn mal unten in die Videobeschreibung gepackt. So, für den ersten Punkt mit dem Japantag sage ich, ich habe mich nicht informiert, das ist korrekt. Zu dem anderen Punkt, dass du am Steuer zur Gefahr wirst, wenn du zu lange arbeitest, gebe ich dir auch recht. Aber, und das sage ich, um mein Argument zu untermalen, dass die Deutsche Bahn wirklich scheiße ist, dann soll die Bahn gefälligst einen anderen Lokführer dahinsetzen. Nein, jetzt mal ohne Scheiße. Wir, die auf die Deutsche Bahn angewiesen sind, sind eure Kunden. Und wir bezahlen unverschämt viel Geld, um von A nach B zu gelangen. Ich muss euch das jetzt mal mit einem Beispiel aus meinem Bereich untermalen. Als Beispiel, ich selbst bin gelernter Maler und Lackierer und lerne gerade Mediengestalter. Und wenn ich einen Auftrag bekomme, sei es einen Raum zu streichen oder einen Clip zusammenzuschneiden, dann muss ich ihn pünktlich und ordentlich wie mit den Kunden vereinbart abliefern. Sonst bekomme ich A, kein Geld dafür und B, kein Folgeauftrag, sprich ich würde irgendwann auf der Straße landen. Bei der Deutschen Bahn ist es allerdings so, dass du dein Ticket im Voraus kaufst, sprich du bezahlst die Leistungen, die du im Endeffekt gar nicht bekommst. Einfach weil meinetwegen dein Chef nicht in der Lage ist, die Leute richtig einzuteilen. Sorry, aber die Deutsche Bahn arbeitet nach dem Motto, die Leute sind auf uns angewiesen und wir bekommen unser Geld sowieso, who cares? Und ich verwette meinen Arsch darauf, dass ich von der Deutschen Bahn keine Antwort bekommen hätte, selbst wenn ich nicht beleidigend gewesen wäre. Natürlich seid ihr auch dazu eingeladen, mir eure eigene Meinung in die Kommentare zu schreiben und eure Deutschen Bahngeschichten sind natürlich immer gerne für Fortsetzungen gesehen. So, und da komme ich jetzt nochmal zu euren Kommentaren. Ich lese mal eben vor. Deutsche Bahn, ich hasse sie. Da frage ich, ob ich mit meinem Schoko-Ticket mein Fahrrad im Zug mitnehmen kann und bekomme am Schalter die Antwort, ja, ja, ist kein Problem. Sie müssen nur im Bereich der Gültigkeit Ihres Tickets bleiben. Ich fahre mit dem Zug und nehme mein Fahrrad mit und werde prompt von einem Kontrolleur blöd von der Seite angemacht, was ich mir denn einbilde, solche fadenscheinigen Erklärungen auszudenken, dass jemand von der Deutschen Bahn gesagt hätte, ich dürfte ohne Zusatzticket mein Fahrrad mitnehmen. Ich musste tatsächlich 40 Euro blechen, obwohl ich für mich ein gültiges Ticket hatte, nur mein blödes Fahrrad trotz Bestätigung durch den Schalter nicht. 40 Euro, da hätte ich auch einmal ohne Ticket fahren können. Ist ja nicht so, dass mein Fahrrad ein lebendiger Mensch wäre, welcher ein Ticket braucht oder so. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du diesen Vorfall der Deutschen Bahn schilderst, werden sie dir sagen, dass du selber schuld bist. Schließlich hättest du dir von dem ach so heiligen Mitarbeiter eine schriftliche Unterschrift oder vielleicht sogar noch eine Tätowierung mitgeben lassen sollen, dass es auch wirklich bestätigt wurde. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen rauf, wenn ihr noch eine Folge von dieser Reihe sehen wollt und schreibt mir eure Geschichten weiterhin unten in die Kommentare. Diese würde ich dann in den kommenden Folgen weiter behandeln. Hier an der Seite die letzten beiden Bahnvideos und hier in der Mitte abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein! Ohne sein jetzt